So, hallo zusammen, hier ist wieder Spartacus und wir spielen heute Burgle Brothers, ein Spiel von Tim Fowers, was er auch im Selbstverlag vertreibt. Ich verlinke euch die Bezugsquelle direkt bei ihm dort unten in den Kommentaren. Ein kleines Spiel für 1 bis 4 Personen und ich spiele es heute mal nicht solo. Ich habe mir dazu Hilfe geholt, sag hallo. Hallo. Ich erkläre euch aber erstmal ein bisschen, worum es geht. Es geht im Prinzip, falls ihr den Film Ocean's 11 gesehen habt oder auch in Mission Impossible im ersten Teil, es geht darum, in ein Bürogebäude einzubrechen, die Tresore auszuräumen und mit dem Inhalt über das Dach zu fliehen. Die Box ist auch entsprechend schick aufgemacht. Wir beginnen unten, wir steigen durch den Kanal ein in ein Haus, müssen uns durch 3 Etagen kämpfen, beziehungsweise durchschleichen, an 3 Wachmännern vorbei und auf dem Hubschrauberdach letztlich entkommen. Tim Fowers hat auch ein Folgespiel gemacht im Prinzip, Fugitive, das gibt es auch in der deutschen Edition, wo man dann einen Fliehenden spielt gegen einen Polizisten. Hier spielen wir als kooperative Gang von 1 bis 4 Einbrechern gegen die KI, gegen die Karten-KI. Es geht darum, dass wir mit solchen kleinen Helden, ich habe hier mal als Beispiel den Hacker mitgebracht, eine kleine Holzfigur, dass wir mit solchen Helden gegen diese KI angehen. Dieser Hacker hat eine Spezialfähigkeit, der löst im Wesentlichen praktisch keine Alarme aus und kann das auch auf andere übertragen, wenn sie auf seinem Feld stehen. Es gibt insgesamt 9 verschiedene solcher Helden mit verschiedenen Spezialfähigkeiten, vom Safeknacker über den Bombenleger, über den Fassadenkletterer, über den Seher, der kann in die Karten gucken, der Betrüger, der kann bestimmte Dinge verhindern, Elektra kann elektrische Stöße aussenden und damit Alarme unschädlich machen. Hier hat jemand einen Raben, den sie zur Ablenkung einsetzen kann. Und der zweite Held, der heute zum Einsatz kommt, ist der Falke mit Röntgenblick. Sie kann durch Wände gucken und damit Teile aufdecken. Denn im Endeffekt ist unser kleines Spielchen ein Dungeon Crawler, nur eben im modernen Gewand. Wir müssen gegen eine KI kämpfen. Die KI besteht aus solchen Wachleuten mit einem Wachpatrouillendeck. Nichts anderes, als dass jedes Mal, wenn ein Wachmann dran ist und ein Ziel erreicht, auch ein neues Ziel in Form von Koordinaten gezogen wird. Er bewegt sich dann über diese Koordinaten hinweg und versucht, ja, sagen wir mal, uns zu fangen. Das macht er in verschiedenen Geschwindigkeiten. Der Wachmann in der ersten Etage, wir fangen in dieser Etage an, bewegt sich mit der Geschwindigkeit von 2. Der Wachmann in der zweiten Etage mit der Geschwindigkeit von 3. Das hier ist das Einsteiger-Setup. Es gibt das eigentliche Spiel, besteht aus 3 Etagen. Und dann hätten wir auch noch einen Wachmann in der dritten Etage, der sich mit der Geschwindigkeit von 4 Feldern pro Zug bewegen würde. Was decken wir auf? Oder worum geht es eigentlich? Wir müssen Tresore finden und knacken. Die habe ich irgendwo hingelegt. Wo habe ich sie? Hier vorne habe ich sie. Das ist der Tresor. Um den geht's. Da müssen wir hin und müssen den knacken. Wie das geht, erkläre ich euch dann, wenn wir da sind im Spiel. Wie kommen wir zwischen den Etagen hin und her? Das geht über Treppen. Die müssen wir auch finden, um in die nächste Etage zu kommen. Mindestens mal eine Treppe. Es gibt noch weitere Möglichkeiten, sowas wie Service-Schächte oder Lastenaufzüge. Aber es gibt eben im Wesentlichen auch sowas wie Alarmfelder, die bei bestimmten Bedingungen Alarme auslösen. Bewegungsalarm ist hier ein Beispiel. Es gibt noch Laser und Wärmesensoren und Detektoren und so weiter. Sehen wir, wenn wir drankommen. Dann gibt es Felder, die etwas schwerer zu betreten sind. Zahlencode oder einfach verriegelte Türen, die man öffnen muss mit Würfelaktionen oder wenn man Aktionspunkte mehr ausgibt. Und es gibt Felder, die so ein bisschen mehr Einblick ermöglichen. Laufbrücken über offene Etagen, Foyers oder hier als Beispiel das Atrium, wo wir bestimmte Dinge über Etagen hinweg machen oder lassen können. Was habe ich noch? Wir haben noch Ereignisse. Jedes Mal, wenn ein Spieler unter bestimmten Bedingungen eine Ereigniskarte zieht, das sind die hier. Die Karten haben übrigens ein sehr schönes Leinenfinish, sind allerdings als neue Karten auch sehr rutschig. Man muss aufpassen, dass sie nicht davonrutschen. So ein Ereignis, in diesem Fall hier mal Umbaumaßnahmen, wo man 2 verschiedene Teile miteinander vertauschen kann. Die können mal gut sein, sind im Wesentlichen aber eher ungünstig für die Diebe, deswegen sollte man versuchen, möglichst wenige Ereignisse zu ziehen, was einem aber unterwegs helfen kann.
findet man in Laboren oder bekommt man, wenn man einen Tresor knackt, sind Gegenstände, sowas wie hier, eine Stange Dynamit, wo man die Wände, das sind diese kleinen Holzleisten hier, wo man Wände zum Beispiel sprengen kann. Und es gibt auch viele andere Gegenstände, kommen wir im Laufe des Spiels gegebenenfalls noch drauf zurück. Und worum es dann geht, ist natürlich in jedem Tresor die Beute, die man findet. In diesem Beispiel hier mal ein Bild. Ein Bild ist ganz nett, verhindert einem aber dann den Weg zum Beispiel durch einen Service-Schacht oder eine Drehtür. Ist thematisch ziemlich gut gemacht. So ein Bild ist sperrig, das heißt durch einen Service-Schacht kriechen geht mit so einer Mona Lisa natürlich nicht so einfach, als wenn ich irgendetwas Kleines wie einen Edelstein dabei hätte. Also sowas gibt es auch. Es gibt auch Schätze, die Alarm auslösen können, wenn ich nämlich zum Beispiel ein Tier, wir werden das eventuell sehen heute, wenn ich ein Tier aus dem Tresor fische und das löst mir eventuell unterwegs auch noch Alarm auf, wenn ich auf dem Weg zum Hubschrauberdach bin. Es gibt eine Menge Marker, die im Wesentlichen mit Alarmen, mit Tarnung oder mit dem Knacken von Safes zu tun haben. Denn unsere Diebe haben, das sieht man hier unten, genau, ich lege es nochmal hier oben hin, haben jeder drei solcher Tarnmarker. Die werden bei Begegnungen mit Wachen eingesetzt, um sich eben noch rechtzeitig verstecken zu können. Und wenn die drei Tarnmarker weg sind und der vierte gefordert würde und man ihn nicht mehr hat, dann ist das Spiel vorbei. Dann wird nämlich der jeweilige Dieb verhaftet. Er wird verhört, gibt im Laufe des Verhörs die Namen seiner Komplizen preis und das ganze Spiel ist verloren. Das heißt, es gibt nicht die Chance, dass die anderen entkommen, während nur einer zurückbleibt und verhaftet wird. Diese Chance gibt es in diesem Spiel leider nicht. So. Wir haben aufgebaut das Grundszenario, das räume ich weg, dann seht ihr auch etwas mehr. Für die Einsteigervariante, die sollte auch nicht allzu lange dauern. Und das ganze Spiel beginnt so, dass wir zuerst den Einsatzort der Wache auf der unteren Etage festlegen. Wir ziehen eine Karte. D2, von uns aus gesehen, ist das diese Ecke. Ihr seht hier Nebenkarten. Das sind die gleichen Karten, Patrouillenkarten für die Etage Nummer 1. Allerdings in der Zwei-Spieler-Variante sind einige Karten rausgenommen, in diesem Falle genau 6. Wenn die Wache ihr Patrouillendeck durchgespielt hat, dann werden alle Karten neu gemischt und wieder nur 10 von den 16 Karten in die Aktion mit einbezogen und wieder als Deck durchmischt und durchlaufen. Dazu kommen wir aber sicherlich auch noch gleich. Es kann sinnvoll sein, sich als Diebe, als Diebesgemeinschaft zu verteilen in mehrere Etagen, denn was immer passiert, es ist immer erst ein Dieb dran, dann ein Wachmann, dann wieder ein Dieb und dann wieder ein Wachmann. Das heißt, bis der Dieb wieder dran ist, der eine und der gleiche, ist mindestens zweimal ein Wachmann dran gewesen in diesem Falle. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir möglichst wenig Wachmann-Aktionen oder möglichst gut vorhersehbare Wachmann-Aktionen auslösen. Wir schauen, wie wir das hinkriegen. So, wir überlegen uns jetzt, wo wir anfangen, denn wir wissen noch nicht, wo Tresor oder Treppe oder sonstige Räume sind. Wir müssen das komplette Dungeon, das komplette Büro und Gebäude erforschen. Vorschlag. Entweder da in der Ecke. Oder da oben, um das Eckfeld direkt zu erforschen. Genau. Da oben? Ja. Okay. Also wir haben uns entschieden, hier auf A2 anzufangen. Das ist ein Fingerabdrucksensor. Ich markiere hier, wir kommen praktisch durch die Kanalisation eingestiegen und haben den mit dem Einstieg lahmgelegt. Wir kommen von unten in das Feld, deswegen lösen wir hier keinen Alarm aus. Und hier beginnen wir. Aber jetzt geht das problemlos. Unser Wachmann möchte nach hier. Das heißt, wir wissen jetzt, der Wachmann nähert sich uns. Wohin er dann geht, wenn er das Ziel erreicht hat, werden wir leider erst dann sehen, wenn es soweit ist. Und währenddessen müssen wir schauen, wie wir da wieder wegkommen und möglichst viele Gebäudeteile erkunden. Der Wachmann geht übrigens, ihr seht es hier an dem Würfel, mit der Geschwindigkeit 2. Das heißt, er bewegt sich im nächsten Zug 2 Felder darauf zu. Er sucht immer den kürzesten Weg. Das ist in diesem Falle nochmal 2 und noch einer. Hier unten herum wäre es länger, wegen der Wände. Er löst keine Alarme aus, er deckt keine Gebäudeteile auf, er hat überall Zugang. Und wenn er 2 gleich lange Wege hätte, dann würde er den aus seiner Sicht im Uhrzeigersinn, also linksrum, bevorzugen. Haben wir hier nicht. Hier ist der kürzeste Weg einfach. 1, 2, 3, 4, 5. Alles andere ist länger. So, das zu den Wachmann-Bewegungen. Wenn wir dran sind, du fängst an mit dem Falken, haben wir grundsätzlich 4 Aktionspunkte zu vergeben. Das heißt,
Wir können entscheiden zwischen einem Erkunden eines Nachbarfeldes, dem direkten Begehen eines Nachbarfeldes, das würde dann ohne vorheriges Erkunden auch gegebenenfalls eine negative Überraschung auslösen. Dann können wir versuchen, wenn wir in einem Computerraum sind, den Computer zu hacken. Und wenn wir im Tresor sind, können wir den Tresor vorbereiten oder den Tresor knacken. Das sind Aktionen, zu denen wir dann kommen, wenn es soweit ist. Das Einzige, was wir jetzt machen können, ist erkunden oder bewegen. Und der Falke hat noch eine Sonderfähigkeit. Ich lese sie euch mal kurz vor. Der kann einmal pro Zug als kostenlose Aktion, also da geht kein Aktionspunkt für verloren, durch eine Wand hindurch einen Nachbarraum erkunden. Das heißt, das Teil wird aufgedreht, ohne dass irgendein Aktionspunkt verloren geht. Das könntest du hier auch direkt einsetzen. Genau, das war jetzt auch mein Plan. Das ist eine Laufbrücke. Ich lese es kurz vor, für die, die das im Video nicht so gut lesen können. Durch Bewegung aufgedeckt, fallen. Ansonsten erlaubt es die Bewegung nach unten. Da wir im ersten Stock sind, das ist in den USA das Erdgeschoss, passiert hier nichts. Wir haben hier praktisch einen leeren Gang vor uns. Wenn wir das im höheren Stockwerk hätten und wir würden mit einer Bewegung drauf kommen, dann würden wir runterfallen ins untere Stockwerk. Haben wir hier nicht. Harmloses Feld für uns. Jetzt hast du aber immer noch 4 Aktionspunkte. Ich würde sagen, ich erkunde erstmal in der Ecke. Ja, dann müssen wir da eventuell nicht hin. Genau. Ein Zahlencode-Feld. Zum Betreten müsste man würfeln. Und bei der 6 wäre es offen. Und je mehr Versuche ich dafür hätte, desto mehr Würfel dürfte ich benutzen. Aber es würde mich Energie kosten, die wir hier an dieser Stelle gar nicht brauchen. Wir müssen gar nicht auf dieses Feld. Worauf ich euch noch kurz hinweisen möchte. Ihr seht auf den Feldern unten rechts in der Ecke kleine Zahlen. Die spielen nachher beim Knacken des Saves eine Rolle. Da kommen wir dann nochmal drauf. So, dann würde ich direkt das Feld hier erkunden. Das ist dein zweiter Aktionspunkt. Genau. Computerraum. Ein Computerraum, der zuständig ist für die Bewegungsmelder. In dem Computerraum könnten wir also hacken, um dann gegebenenfalls in anderen Feldern bei Bewegungsmeldern den Hack zu nutzen, um den Bewegungsalarm nicht auszulösen. Das waren 2 Punkte. Du könntest mit dem dritten Punkt hingehen. Genau. Und mit dem vierten hier erkunden. Oder hacken. Das kann ich im nächsten Zug immer noch machen. Jo, der Wachmann wird 1-2 gehen, wieder 1-2, das heißt, der kommt da noch nicht hin. Ja. Also bin ich da erstmal sicher. Mhm. Das ist ein Foyer, ein offenes Feld, das wird von allen benachbarten Feldern gesehen. Wenn also ein Dieb hier stünde und der Wachmann stünde hier, würde es schon zu einem Sichtkontakt kommen und man müsste einen Tarnmarker opfern. Wenn wir hier zum Glück nicht. Das waren jetzt 4 Aktionen. Genau. Im Prinzip 3-mal erkundet, 1-mal bewegt. Jetzt bin ich dran mit meinem Hacker. Ich steige auch hier ein. Da ich weniger Alarme auslöse, kann ich mich etwas schneller bewegen mit dem Hacker. Ich löse ganz konkret, ich lese es nochmal vor, keine Fingerabdruck, Laser oder Bewegungsalarme aus. Und das gilt auch für Einbrecher, die auf meinem Feld sind. So. Das heißt, ich könnte mich direkter bewegen. Die Frage ist, ob ich oben rumgehe oder unten rum. Ich würde unten rumgehen, denn oben rum kommt dir der Wachmann entgegen. Der übrigens jetzt bewegt werden muss. Stimmt. Bevor du dran bist. So, das ist richtig. Das hätten wir fast vergessen. Der Wachmann kommt mit 1-2 Schritten in Richtung auf sein erstes Kontrollgangziel entgegen. So, das ist richtig. Der Wachmann käme hier oben rum. Ich komme also mit 1 bewegen und dann direktem Bewegen hierhin. Damit wird es aufgedeckt. Ein Bewegungsalarm, aber den löse ich ja als Hacker nicht aus. Das war der zweite Punkt. Der dritte Punkt wird ebenfalls eine Bewegung sein. Hierhin auf die Laufbrücke. Wieder eine Laufbrücke. Auch da passiert nichts. Das war der dritte Punkt. Und der vierte Aktionspunkt wird genau wieder sein, ich bewege mich wieder hierhin auf den Zahlencode. Das kann ich nicht, das darf ich nicht, weil ich erst würfeln muss. Das ist mein vierter Aktionspunkt und ich darf also nur einmal würfeln. Eine 1, das heißt, ich verbleibe hier auf diesem Feld. Ein zweites Mal würfeln kann ich jetzt nicht mehr, weil meine 4 Aktionspunkte verbraucht sind. Damit ist der Wachmann wieder dran. Dann geht 2 Felder. Und der Falke ist dran. Jetzt habe ich natürlich ein Problem.
denn ich darf nicht auf den Bewegungsmelder kommen oder muss dort den Zug beenden. Und ich kann nicht oben rumgehen und ich kann nicht ins Foyer gehen. Aber der Wachmann kommt als nächstes hierhin. Genau. Hat dann noch einen Reservepunkt, wird ein neues Ziel irgendwo bekommen und könnte maximal noch bis hierhin gehen. Ich weiß. Wenn du also dorthin gehst und die Bewegung beendest, müsste ich eine Aktionskarte ziehen. Müsstest du eine Ereigniskarte ziehen. Das ist dann so. Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit. Wenn du keinen Alarm auslösen möchtest. Neustart. Lege sämtliche Gehacktmarker von allen Computerraumteilen ab. Lege in jeden erkundeten Computerraum genau ein Gehacktmarker. Also so, ein das Hackmarker ist für uns gut. In den Computerraum. Ich hätte hacken können. Hättest du, richtig. Aber jetzt haben wir wenigstens einmal gehackt. Genau. Den Bewegungsmelder. Und die Frage ist, ob du den jetzt auch direkt nutzt, um weiterzugehen. Nein. Nein, weil das ja die beendende Aktion war. Ja. Okay. Das heißt, jetzt ist wieder der Wachmann dran. Ich habe es eben erwähnt. Er geht hier hin, bekommt jetzt ein neues Ziel. D1. Das ist für uns erstmal gut. Und rutscht dem Ziel natürlich auch direkt wieder entgegen. So. Jetzt bin ich wieder dran mit dem Hacker. Die Frage ist, ob ich wieder versuche, den Zahlencode zu öffnen. Das sollten wir tun, wenn wir müssen eventuell öfter über dieses Feld. Ja. Ich werde es also einmal versuchen mit einem Würfel. Eine 3, das hat nicht geklappt. Das war ein Aktionspunkt. Ich werde es ein zweites Mal versuchen. Ich darf pro Versuch einen Würfel mehr nehmen. Da ist die 6, damit ist die Tür geöffnet und das Zahlenschloss geknackt. Das war der zweite Punkt und damit ist meine Bewegungsaktion erfolgreich. Meine dritte Aktion wird sein, hier zu erkunden. Das ist ein Kamerafeld. Das löst nur dann einen Alarm aus, wenn ein Wachmann irgendwo auf einer der Etagen auf einem anderen Kamerateil stünde. Ist nicht der Fall. Ich könnte also auch drauf gehen. Ich will nur in der Ecke hier nichts. Das war mein dritter Punkt. Und mein vierter Punkt wird sein, mich hierhin zu bewegen. Sehr gut. Wir haben die Treppen gefunden nach oben. Das bedeutet, dass auf dem gleichen Feld an der anderen Etage die Treppe nach unten ist. Egal, was da drunter ist. So. Das waren meine vier Aktionspunkte. Genau. Jetzt bewegt der Wachmann sich wieder. 2. Sehr gut. Und dann bin ich dran. Du bist dran. Ich könnte zu dir auf das Feld kommen und nebendran erkunden. Das brauchst du aber nicht, das kann ich gleich tun. Du könntest zum Beispiel hier hochgehen und da erkunden. Denn der Wachmann kommt wieder bis dahin und maximal bis dahin zurück. Und dann nochmal 2 weiter. Und das wäre maximal bis da. Nachdem ich dran bin. Das heißt aber, ich darf nicht auf der Laufbrücke stehen bleiben. Richtig. Müsste ich aber. Außer ich gehe direkt auf das Feld. Mit dem Risiko, einen Alarm auszulösen. Genau. Eine schwierige Entscheidung. Wenn du zu mir kommst, 1, 2, 3, erkunden 4. Dann könnte ich nämlich ohne Probleme das Feld erkunden, indem ich einfach nur nach da gehe später. Richtig. Aber es ist auch kritisch, dort stehen zu bleiben. Je nachdem, wo der Wachmann hinkommt. Genau. Der Wachmann wird auf das oder das Feld gehen. Das ist 50-50. 1, 2 und dann 1, 2 oder 1, 2, richtig. Ich könnte auf die Kamera gehen und hier erkunden. Das ist eine gute Idee. 1, 2, 3 und kostenlose Aktion. Das ist gut. Ja, aber den Computerraum haben wir noch nicht betreten. Das ist jetzt für euch der Computerraum für die Laseralarme. Die gelten auch im ganzen Gebäude. Das heißt, auch hier einen Hackmarker hinzulegen, würde uns helfen, wenn wir später in der zweiten Etage auf einen Laseralarm stoßen würden. Also es würde nur mir helfen, weil du sowieso richtig erwischt wirst. So, jetzt ist der Wachmann dran. 1, dann dreht er eine neue Karte um. Und er will hier rüber. 2.
Ich könnte jetzt auf den Computerraum für die Laseralarme hier erkunden und dann noch zweimal hacken. Also hier für dich Hackmarker einlegen. Ja? Ja. Eins. Erkunden ist die zweite Aktion. Das wäre ein Fingerabdrucksensor. Da wollen wir nicht hin. Das ist in Ordnung für uns jetzt. Jetzt habe ich noch zwei Aktionen übrig und mit den zwei Aktionen hacke ich den Computerraum für die Laseralarme. Das heißt, ich lege zwei Hackmarker auf diesen Computerraum und bin damit auch fertig. Jetzt ist der Wachmann wieder dran. Eins, zwei. Und jetzt ist der Falke wieder dran. Also eins, zwei, erkunden. Das ist drei. Da ist der Tresor. Da ist der Tresor. Sehr gut. Das war jetzt drei. Wenn du dran warst, ich bleibe da stehen. Wenn du dran warst, kommt der Wachmann maximal von da wieder dahin zurück. Ja. Und wenn ich dann dran war, was immer nach ich mache, da oder nach da. Kommt er maximal hierhin, hierhin oder hierhin. Ich gehe wieder eins zurück mit meinem vierten Zug. Ja, sehr gut. Jetzt ist der Wachmann wieder dran. Eins. Für uns ein gutes Feld. Zwei. Willst du da oben noch erkunden? Müssen wir das? Wir müssen. Da könnte ein Service-Schacht oder ein Labor sein. Richtig. Oder ich gehe da gleich hin und erkunde, denn ich kann auch durch die Wand erkunden und weiß dann auch, was hier ist. Eins, zwei, das auf jeden Fall. Und ich kann jetzt mit zwei Aktionen dafür verwenden, den Tresor vorzubereiten für das Knacken. Ja, das mache ich. Das kostet mich, dieses Vorbereiten, zwei Aktionen und bedeutet, dass ich hier einen Würfel hinlege. Den brauche ich nämlich, um nachher mit dem eigentlichen Knacken einen Würfelwurf auszuführen mit allen hier liegenden Würfeln. Und diese Würfel müssen Folgendes leisten. Sie müssen nämlich in der Zeile und Spalte dieser Etage alle Zahlen bedecken. Die 4, die 3, die 5, die 5, die 4. Das heißt, wir haben Zahlen doppelt. Das reicht aber, die Zahl nur einmal zu würfeln. Eine 4 würde also gleich zwei Felder abdecken. Dieses und dieses hier. Hier wissen wir es noch nicht, das müssen wir gleich noch erkunden. Das müssen wir aber auch noch nicht sofort wissen. Ich habe ja noch nicht angefangen zu knacken. Ja, dann ist jetzt der Wachmann wieder dran. Gut, und dann bin ich dran. Eins, zwei, erkunden, drei. Und stehen bleiben. Nein. Ah, würfeln einmal. Haben wir nicht hier einen Laserhack? Das heißt, wir haben ja einen Laserhack. Ja, stimmt. Das heißt, ich könnte mit der dritten Aktion, vierten. Mit der vierten Aktion dorthin und einmal genau und dann mit der kostenlosen Aktion hier erkunden. Genau. Das ist eine Geheimtür, die durch eine Wand hindurch betreten werden kann, nicht verlassen werden kann. Also ich könnte jetzt von hier dahin gehen, durch die Wand, aber nicht von hier nach da. Genau. So, wir haben jetzt also alle notwendigen Informationen, um den Tresor knacken zu können. Aber wir haben mit einem Würfel natürlich nur sehr wenig. Jetzt ist aber erstmal der Wachmann dran. Eins. Fünf. Er geht hier rum. Er gehört da oben rum. Das heißt, er kommt zum Tresor. Er kommt am Tresor vorbei. Zwei. Genau. Das heißt, wenn ich jetzt dran war, steht er hier auf der Laufbrücke. Genau. Weil er ja linksrum den Weg versucht und nicht bei gleich langem Weg rechtsrum geht. Und wenn ich dann dran war, steht er auf der Treppe. Das heißt, du musst da weg. Ich muss da weg. Das ist aber in Ordnung. Es könnte ein Risiko sein, dass er gleich hier rein muss. Sonst könnte, oder nach hier. Nein, ich komme zu dir. Ein. Ich kann auch auf die Geheimtür gehen. Du kannst auch erstmal zwei Aktionen für einen zusätzlichen Würfel und dann dich zwei bewegen. Und dann eins und durch die Geheimtür hier zwei. Genau. So, der Wachmann kommt. Eins, zwei. Die Würfel im Tresor, die sieht er nicht, die interessieren ihn nicht. Das bemerkt er nicht. Muss der Gehackmarker jetzt eigentlich dort wieder weg?
Der ist weg, der wird abgelegt. Allerdings löst du, weil du ja immer noch da stehst, keinen weiteren Alarm aus. Nur wenn du wieder drauf kommst, dann würdest du wieder auslösen und in diesem Fall hättest du den zweiten Hackmarker noch. Genau. Du könntest jetzt nur erkunden. Erkunden. Das ist die erste Aktion. Wärmesensor hilft uns nicht. Ich könnte hingehen, 2, würfeln, 3. Aber nee, zurückgehen kann ich nicht. Außer ich. Das ist ja noch ein Hack da. Ja. Dann geh einmal hin, das ist die zweite Aktion. 2, würfel ich einmal. Eine 4 und eine 6. Ja. Die 4 ist bedeckt. 4. Und eine 6 gibt es nicht. Wir bräuchten noch eine 1, eine 3 oder 2 Fünfen. Okay. Das war deine zweite Aktion? Nee. Die dritte. Und mit der vierten? Und mit der vierten und einem. Ja. Hack. Wieder ablegen. Genau. Und jetzt ist der Wachmann wieder dran. 1, 2. Ups. Das ist kritisch. Jetzt haben wir das Problem, wenn ich dran war, egal was ich mache, der Wachmann wird als nächstes direkt auf diesen Laseralarm gehen und unseren Kollegen erwischen, den Falken. Es sei denn, wir können einen Ablenkungsalarm irgendwo auslösen. Das kann ich aber so auf Anhieb nicht. Auf dem Wärme. Naja, du hast nur 4 Züge. Das heißt, du kannst nicht auf den Wärmesensor gehen und dort wieder verschwinden. Du würdest dort enden und somit auch den Alarm nicht auslösen. Doch, ich würde ihn auslösen, weil ich dort ende. Ah, stimmt. Ich würde ihn auslösen, aber das bringt uns nichts, weil dann kommt er trotzdem hier lang. Ich würde Fingerabdruck oder Bewegungssensoren oder Laseralarme löse ich nicht aus. Kann das nicht bewusst tun. Das Einzige, was ich tun kann, ist, keine Aktion zu machen und damit gezwungen zu sein, ein Ereignis zu ziehen und zu hoffen, dass das ein Ereignis ist, was den Wachmann ablenkt. Ich denke, das ist eher unwahrscheinlicher. Aber es wäre ein Versuch wert. Wir probieren das mal, denn alles andere, was ich jetzt machen könnte, würde zumindest dazu führen, dass der Falke einmal erwischt wird und einen Tarnmarker abgeben müsste. Deswegen wäre jetzt nicht so schlimm. Keine Aktion, aber dafür muss ich als Strafe ein Ereignis ziehen. Halt verloren. Dein Einbrecher fällt ein Stockwerk nach unten, wenn möglich, gilt nicht als betreten. Ja. In diesem Falle ist das ein Ereignis ohne Folgen. Es hat keinerlei Auswirkungen, denn wir sind in der unteren Etage. Wenn ich eine Etage höher stünde, würde ich jetzt praktisch runterfallen, dort aber keine Alarme auslösen oder sowas. Tja, das hat leider nicht geholfen. Das heißt, der Wachmann kommt. Und ich muss. Der Falke muss sich einmal verstecken und muss einen Tarnmarker abgeben. Wachmann zieht ein neues Ziel. Das ist gut. Das ist weit weg. Er würde dann aber um die Ecke kommen, dahin gehen und dann erst in die Sackgasse ziehen und wieder raus müssen, um uns zu erwischen. Genau. Du bist dran. 1. Du könntest jetzt zweimal würfeln und dann auf die Treppen gehen. Genau. Das ist 2 Dreien. Genau. Es reicht aber eine 3, um ein Feld abzudecken. Nochmal würfeln. Dritte Aktion, eine 1 und eine 5. Das ist super. Die 5, noch eine 5 und eine 1. So, jetzt ist der Tresor geknackt. Jetzt passieren mehrere Dinge. Es wird praktisch eine Art stiller Alarm ausgelöst. Der Einbrecher, der das geleistet hat, und du hast erst 3 Aktionen verbraucht, das heißt, du hast noch eine Aktion, bekommt zunächst einen Gegenstand. Hier haben wir ein Stethoskop. Nach einem Tresorwürfelwurf drehe einen Tresorwürfel auf eine beliebige Seite und lege diese Karte ab. Das könnte uns in der nächsten Etage helfen. Dann bekommt der Einbrecher das eigentliche Ziel, die Beute. Das ist ein Isotop. Der Besitzer löst beim Betreten von Wärmesensorteilen einen Alarm aus. Das heißt, ob man durchgeht oder stehen bleibt, es wird auf jeden Fall ein Alarm ausgelöst. So, damit ist dieser Tresor geknackt. Und das nächste, was passiert ist, dass der
Wachmann in dieser Etage und allen tieferen, das wird spannend, wenn man nach in größeren Etagen unterwegs ist und mit mehreren Leuten, seine Geschwindigkeit erhöht. Der Würfel wird also um eine Zahl weitergedreht. Deine vierte Aktion muss jetzt aber sein, den Weg des Wachmanns zu verlassen. Jetzt ist der Wachmann dran und hat jetzt eine höhere Geschwindigkeit. 1, 2, 3. Das ist gut für dich. Für mich ist das jetzt gut, denn wir müssen jetzt tatsächlich nur noch die Etage verlassen. Und das kann ich mindestens mal direkt tun. Wir lassen diesen Wachmann hinter uns. 1, 2, 3. Und mein nächster Schritt wird sein, bewegen, weil ich ja weniger Alarme auslöse. Das ist jetzt natürlich super, denn sobald ich in die neue Etage komme und du da nicht stehen, wobei... Den Wärmealarm löse ich aus. Und das heißt, ich beende hier meinen Zug. Ich löse jetzt einen Alarm aus. Schritt 1 ist, wir müssen den Wachmann platzieren in der neuen Etage. Der steht hier. Schritt 2 ist, wir müssten sein eigentliches Ziel definieren. Das ist hier. Schritt 3 ist, du hast einen Alarm ausgelöst. Und damit rutscht auch das Ziel des Wachmanns hierher. Und der Alarm steigert die Geschwindigkeit. Steigert die Geschwindigkeit des Wachmanns um einen Punkt. Das heißt, er hat jetzt eine Geschwindigkeit von 4. Und jetzt ist auch noch der Wachmann dran in meiner Etage. Das heißt, ich bin dran. 1, 2, 3. Ich muss einen Tarnmarker abgeben. Ein neues Ziel. Der Wachmann bekommt ein neues Ziel, denn er hat jetzt den Alarm abgeschaltet. Hat noch einen Punkt übrig, weil er ja 4 schnell war. Sein neues Ziel ist unten die Ecke. Und er geht noch ein Feld. Jetzt ist aber was passiert hier. Also betrete ich lieber erstmal nicht die neue Etage, denn dann würde ich wieder Alarm auslösen und ich könnte zwar verschwinden, du aber nicht. Und dann würdest du wieder einen Tarnmarker verlieren. Richtig. Und was ihr gesehen habt, da ich der aktive Einbrecher war, es bewegt sich der Wachmann in der Etage, in der der aktive Einbrecher ist. Das heißt, der nächste Wachmann unten in der anderen Etage hat sich jetzt nicht bewegt, weil er nicht in der Etage war, in der ich aktiv war. Das ändert sich aber jetzt, wenn der Falke nun dran ist. Denn der Falke kommt erstmal nicht nach hier oben. Ich würde einfach sagen, dass ich auf den Computerraum gehe, dort hacke und wieder zurückgehe. Vielleicht bleibst du sogar in der Ecke stehen. Ja, das... Mit einer Aktion hin und dreimal hacken. Ja, das wäre eine Option. Und Option 1 und dreimal hacken. 2, 3, 4. Das sind die Aktionen 1 bis 4. Sehr gut. Jetzt ist der Wachmann auf der unteren Etage dran, nicht der hier oben. 1, 2, 3. Neues Ziel. Das ist hier unten. Der kürzere Weg ist 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also er geht unten am Rand entlang. Das ist für dich ganz gut. So, jetzt bin ich dran und muss natürlich gucken, dass ich möglichst schnell wegkomme. Hier oben auf der Etage. Der einzige Alarm, den ich auslöse, war natürlich genau die Treppe. Wir müssen jetzt hier schauen, dass ich irgendwas erkunde. Erkundest du einmal daneben? Und lauf dann nach oben weg. Genau. Er kommt 1, 2, 3 maximal bis hier oder hier. Ja, ich erkunde einmal, das ist die erste Aktion. Ein verriegelter Raum. Ich bräuchte 3 Aktionen, um jetzt da drauf zu gehen, aber das will ich gar nicht. Ich bewege mich hierhin. Ein Labor. Ein Labor ist ganz interessant, denn beim ersten Betreten bekomme ich als Einbrecher, der hier zum ersten Mal hinkommt, einen Gegenstand. Ich habe Rollschuhe gefunden im Labor, sehr gut. In dem Zug, in dem ich die nutze, bekomme ich 2 zusätzliche Aktionspunkte und muss dann die Karte ablegen. Die brauche ich aber jetzt noch nicht. Ich habe eine Aktion verbraucht. Die zweite Aktion verbraucht. Die dritte Aktion wird sein, hierher zu gehen. Bewegungsalarm fällt. Da löse ich aber keinen Alarm aus, deswegen kein Problem. Und die vierte Aktion wird das Erkunden dieser Ecke sein. Ein Foyer. Damit ist jetzt der Wachmann hier dran. 1,
neues Zielfeld. C2 ist das. Und dann kommt er mit 2 und 3 diesem Ziel schon wieder deutlich näher. Das heißt aber auch, dass du jetzt immer noch nicht nach oben kommen kannst. Genau. Das heißt, dass ich wohl dreimal hacken werde. Ich bleib da einfach stehen. Und 6 ist die maximale Zahl an Markern, die auf einem Feld liegen können. Also hacke ich dreimal. Dreimal hacken und stehen bleiben. Und der Wachmann bewegt sich. 1, 2, 3. Und ich bin dran. Der Wachmann hier kommt als nächstes auf das Feld und könnte dann noch, wird dann noch 2 weitergehen. Und das sind entweder hierhin oder hierhin oder hierhin. Das heißt, ich muss aus diesem Bereich raus. Gehe nach da, ich gehe nach erkunden. Hier. Das ist ein Service-Schacht. Das ist eine kostenlose Verbindung oder eine weitere Verbindung zu einem anderen Service-Schacht. Wenn wir das Feld finden, dann können wir uns da hin und her bewegen zwischen diesen Feldern als eine Aktion, aber den haben wir noch nicht gefunden. Das war meine erste Aktion. Die zweite wird sein, hier zu erkunden. Ein Kamera-Alarmfeld, das hatten wir hier auch schon. Und die dritte Aktion wird sein, mich hier hin zu bewegen. Ein Computerraum für Fingerabdrucksensoren. Brauchen wir den eher nicht? Dann wird meine vierte Aktion sein. 1, erkunden 2, 3, mich hier hin zu bewegen. Eine Geheimtür habe ich gefunden. Okay, das heißt, wir kämen von diesem oder jenem Feld seitwärts hier raus. Das heißt, ich könnte sogar nachher noch hier hin und kämen da wieder raus. Je nachdem, wie der Wachmann läuft. Denn der ist jetzt dran. 1, neue Karte. Hierher. 2, 3. Ich gehe also besser doch in die andere Richtung. Jetzt habe ich aber eine Möglichkeit, nach oben zu kommen. Also wir bewegen 1, bewegen 2. Damit Alarm auslösen. Alarm auslösen. Bewegen 3. Ich würde mich noch weiter bewegen. Kostenlose Aktion, erkunden. Da ist der Tresor. Sehr gut. Und bewegen 4. Und da ich die Bewegung dort beende, wird der Alarm nicht ausgelöst. Jawohl. Und jetzt ist der Wachmann dran mit einer Geschwindigkeit von 4. Jetzt wollen wir nur hoffen, dass er da oben nicht hin muss. Genau. 1. Alarm ausschalten. Natürlich. 2. 3. Tarnen. 4. So. Wir müssen jetzt aber noch, um den Tresor hier knacken zu können, mindestens dieses und jenes Feld aufdecken, um zu wissen, welche Zahlen wir würfeln müssen. Das kann ich durch diese Wände gerade nicht tun. Du könntest nach hier unten gehen. Ja. Und ich müsste unten rum, einmal hier durch. Und dann könnte ich hier erkunden. Darum und dann nach da oder so und da aufdecken. Ja. Ich bewege mich direkt mit einer 1. Der zweite Service-Schacht. Das heißt, wir können zwischen diesen Feldern hin und her. Ja, das kann eventuell, je nachdem, wie der Wachmann läuft, für uns nochmal spannend sein. Direkt bewegen 2 hierhin auf die Toiletten. Das ist in diesem Spiel zumindest ein interessanter Raum, denn da kommen jetzt 3 Tarnmarker drauf. Dankeschön. Und wenn man hier steht als Einbrecher und ein Wachmann kommt vorbei, und das kann hier bei dieser Wandkonstellation ja durchaus passieren, dann werden die Tarnmarker der Toiletten verwendet und nicht die Tarnmarker des Einbrechers. Das heißt also thematisch gesehen, man versteckt sich in den Toilettenkabinen und der Wachmann benutzt eine andere Kabine oder kontrolliert die andere Kabine, aber nicht die, in der man sich gerade versteckt hat. Und das kann 3-mal passieren. So, das war meine 2. Aktion. Meine 3. Aktion wird sein, hier zu erkunden. Das ist ein Laserraum. Den haben wir schon gehackt, das kann man so hin, aber da wollen wir gar nicht hin. Wir wollen nur wissen, welche Zahl das ist. Das ist in diesem Fall eine 2. Uns fehlt also jetzt noch eine Zahl fürs Würfeln. Meine 4. Aktion wird nicht sein, hier hinzugehen. Dann würde ich einen Alarm auslösen. Ich bleibe einfach hier stehen. Jetzt ist leider der Wachmann wieder dran und wir hoffen mal. 1. Natürlich. Natürlich.
Der kürzeste Weg sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Felder. Es gibt keinen kürzeren. Das heißt 2, 3 und es muss der letzte Alarmmarker her. Der letzte Tarnmarker. Der war wahrscheinlich echt zu mögen. Ja, das wird jetzt schwierig ohne weitere Tarnung. Allerdings komme ich jetzt gut voran. 1, 2, kostenlose Aktion. 3 und stehen bleiben. Dann kann ich im nächsten Zug wieder eine kostenlose Aktion machen, durch die Wand durcherkunden. Genau, aber jetzt ist erstmal der Wachmann dran. 1, 2, 3. Das heißt aber auch, ich komme nicht zum Tresor und der Wachmann kommt beim nächsten Mal, wenn ich dran war. 1, 2, wieder raus bis hier. Und dann will er entweder unten rum oder oben rum. Das wissen wir noch nicht. Das heißt aber auch, dass ich aus dem Gebiet raus muss. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich gehe mal zum Service-Schacht, erkunde die Ecke. Ja. Das ist die zweite Aktion. Da ist die Treppe nach oben zum Helideck. Die ist ganz wichtig. Aber da kann ich natürlich jetzt noch nicht hin. Denn uns fehlt noch der zweite Tresor, den wir öffnen müssen. Das war die zweite Aktion. Als dritte Aktion kann ich mich natürlich jetzt noch bis hierhin bewegen, über den Service-Schacht. Ja. Dann bin ich auf jeden Fall erstmal 1, 2, 3, eventuell 1, 2, 3 beim nächsten Mal dran. Wärst du da unten aber auch? Wäre ich da unten aber auch. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oder da. Oder da. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das heißt, ich komme sowieso nicht aus dem Risiko raus. Wir werden sehen, was passiert. Jetzt ist der Wachmann dran. 1. Ah, gar nicht so schlecht. 2, 3. Du bist dran. Kostenlos. Aktion. Okay. Damit haben wir alles erkundet. 1. Rüber zu den Toiletten und stehen bleiben. Oder ich gehe 1, Hecken, wobei Fingerabdrucksensor brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht mehr, das sind alle unten und da wollen wir nicht mehr hin. Ja, also 1, 2 und ich muss eine Aktionskarte ziehen. So ist es. Planänderung. Auf deinem Stockwerk, wenn sich dort kein Alarmmarker befindet, ziehe eine Rundgangkarte und lege damit ein neues Ziel fest. Okay, der Wachmann ändert seinen Plan. Natürlich stehe ich jetzt genau neben dir. Und damit bin ich dran. Also im wahrsten Sinne des Wortes, ich bin nicht nur jetzt am Zuge nach dem Wachmann. Nein, der Wachmann ist dran und damit bin ich dran. 1, 2, 3. Ich muss also auch wieder einen Tarnmarker abgeben. Das ist mein vorletzter. Und der Wachmann würde im nächsten Zug 1, 2 und da wieder rauskommen. So, jetzt bin ich aber tatsächlich am Zug und ich kann Richtung Tresor gehen. Aber du kannst nicht auf dem Wärmesensor enden und auch nicht den verriegelten Raum öffnen. Stimmt. Ich würde, damit du keine Karte ziehen musst, 1, 2, 3, 4 gehen. Ich gehe auch auf die Toiletten. 1, 2, 3, 4. Jawohl. Und damit ist jetzt der Wachmann wieder am Zug. 1, 2. Okay. Dann bin ich dran. 1 und 3 Aktionen. Jawohl, 2, 3, 4. Und wenn ich mache das dann gleich genauso und solange musst du da stehen bleiben, denn sonst komme ich da auch wieder nur mit 3 Aktionen drauf. Ich kann dann direkt durchrutschen zum Tresor. Wenn der Wachmann nicht dahin will. Das schauen wir uns gleich an. 1. Und der Wachmann will hierher. 2, 3, da war er jetzt auch schon. Das heißt, wir müssen jetzt alle 16 Karten des Patrouillendecks jetzt können wir hoffen, dass die Karte mit dem Ziel auf dem Tresor gar nicht mehr dabei ist, weil sie jetzt bei 2 Spielern 1, 2, 3, 4, 5, 6 Karten werden rausgenommen bei 2 Spielern.
Und der Wachmann wird ein schneller. Das ist sein neues Ziel. Das hat er erreicht. Sein nächstes Ziel ist genau dieses. Und das mit 4. Ja, damit verlieren wir das Spiel. Denn genau. Jetzt bin ich dran. Wir spielen es zu Ende. Wir werden es verlieren. 1, 2, 3. Mir fehlen 2 Aktionspunkte, um den Würfel vorzubereiten. Kann ich also nicht tun. Damit verfällt mein letzter Aktionspunkt. Jetzt ist aber der Wachmann dran mit einer Geschwindigkeit von 4. 1, 2, 3, 4. Damit ist der Falke erwischt worden. Verhaftet. Ich habe keine. Es ist kein Tarnmarker mehr da. Genau. Wir haben vergessen, ich habe ein Isotop dabei, als ich hier vorbeigekommen bin. Hättest du auch Alarm ausgelöst. Genau. Das ist ein Fehler, den wir im Spiel gemacht haben. Den können wir jetzt nicht mehr rückgängig machen oder korrigieren. Das hätte vielleicht dazu geführt, dass wir früher erwischt worden wären. Genau. Und damit auch verloren hätten. Oder wir wären auf den Toiletten geblieben. Oder wir hätten auf den Toiletten bleiben müssen, richtig. Dann hätte uns der Wachmann nicht erwischt. So kamst du nicht mehr rechtzeitig dorthin. Tja, ihr seht, so ganz einfach ist diese als Einsteiger-Szenario bezeichnete Version dieses Spiels nicht zu gewinnen. Es hängt immer ein bisschen natürlich vom Kartenglück ab, was man gerade hat und zieht. Und ein bisschen davon, welche Spezialtalente man in diesen Situationen hat. Der Hacker ist nicht so schlecht, der Falke genauso. Aber die anderen Helden oder anderen Einbrecher sind Einbrecher Helden? Große Frage. Eher nicht. In diesem Fall sind es aber die anderen Charaktere. Die haben auch Spezialfähigkeiten, die in einzelnen Situationen durchaus hilfreich sein können. Nichtsdestotrotz, so von alleine gewinnt sich dieses Spiel nicht. Macht dennoch einen Riesenspaß. Wir haben gestern einige Partien gespielt, davon, ich glaube, 2 gewonnen, 2 verloren. Sogar ungefähr war das Ergebnis. Und damit ist auch der Wiederspielreiz gegeben. Die ganzen Marker und ganzen Karten machen das Ganze sehr, sehr vielfältig in der Varianz, sehr variabel. Das heißt, man kann auch immer wieder spielen, ohne immer wieder das Gleiche machen zu können oder zu müssen. Und wenn man es streng den Regeln nach spielt, werden die Helden oder die Charaktere auch zufällig verteilt und zugeteilt, sodass man auch mal an allen Charakteren sich versuchen darf. Und wenn man da Erfahrung gewonnen hat und auch die schwierigen Szenarien mit diesen Charakteren spielen kann, dann dreht man die einfach um. Denn jeder Charakter hat auch eine dunkle Seite, das ist die fortgeschrittenen Variante, die eine etwas andere Sonderfähigkeit bietet, mit der man etwas schwieriger zum Ziel kommt, die aber auch durchaus seinen Reiz hat. Das kann man also dann auch mal probieren. Und wenn man dann noch diverse Szenarien gespielt hat, kann man sich auch in einem schweren Szenario versuchen, was es in diesem Spiel auch gibt, wo man dann auf 2 Etagen 5x5 spielt. Das ist dann die sogenannte Four-Knocks-Variante. Sieht sehr eindrucksvoll aus, dürfte aber dann auch entsprechend schwierig zu gewinnen sein. Ein sehr reizvolles Spiel, 1 bis 4 Spieler. Ich denke, je mehr Spieler man hat, desto mehr Spaß kann es bereiten. Ich werde versuchen, dieser Tage noch ein Video zu drehen. Jetzt, wo ich das Video aufnehme, ist es Silvester. Wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr 2020. Bleibt gesund. Ich weiß nicht, ob ich das dieses Jahr noch online kriege. Falls ich das nicht schaffe, dann wünschen wir euch ein frohes neues Jahr 2020. Und alles Gute und bleibt uns gewogen. Bis dann, euer Spartakus.